Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Two Point Hospital. Wir haben zuletzt das, ich glaube, dritte Krankenhaus fertig gemacht mit 3 Sternen. Schau mal nach. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ah, hier. WASD. Genau, und können uns jetzt dem nächsten Krankenhaus nähern. In Tumble. Ach, mitten und Tumble. Das wird mir jetzt angezeigt. Das wurde mir vorher scheinbar nicht angezeigt. Und dann gibt es noch 2 Add-ons. Die fügen ja auch noch ein Krankenhaus hinzu. So, ich weiß jetzt aber nicht, welches das eigentlich nächste wäre. Okay, fangen wir doch mal mit dem hier an. Ich habe auch ein paar von meinen hier Kudosh-Points ausgegeben und mir ein paar neue Bilder gekauft und einen Teppich gekauft, der auch die Zufriedenheit hochmacht. Genauso wie ein... Ah, das kann ich ja zeigen, wenn ich hier drinnen bin. Ich starte erstmal das Krankenhaus. Achso. Start. Mitten University. Sieht aus wie ein... Wie heißt es denn? Eine Knastanlage. So. Der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologie entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten University wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Das ist nett. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einem verbesserten Maschinen demonstrieren. In dieser Teil des County ist es sehr kalt. Wir werden zusätzliche Heizkörper einbauen, damit die Leute im Krankenhaus es warm haben. Ah, jetzt geht das also auch mit Wärme los. Heizkörper sind jetzt freigeschaltet. Und wir haben hier einige Krankenhäuser, die wir uns noch kaufen können. Finde ich jetzt aber schön angeordnet. Wenn der Park in der Mitte ganz schön riesig ist. Achso, ich will schon wieder mit Steuerkreuz steuern. So, und ich habe gesagt, ich habe mir Objekte gekauft. Und zwar habe ich mir den Energy Drink Automat gekauft. Der löst nicht nur den Durst, sondern der erhöht auch noch den Energieschub. Und ich habe mir den Luxus-Snack-Automaten gekauft. Der stillt nicht nur den Hunger, erhöht auch die Zufriedenheit. So, ansonsten hatte ich mir den Kaktus gekauft, denn der Kaktus erhöht die Krankenhausattraktivität wie auch die normale Pflanze, aber der braucht weniger Wasser. Das heißt, meine Hausmeister haben mehr Zeit für andere Dinge. Und ich habe mir den Teppich geholt, weil man damit auch das Ausstattungslevel erhöhen kann, ohne dass ich die ganze Wand lückenfrei mit Bildern vollklatsche. Außerdem das Skelettmodell und das anatomische Modell, das Weiterbildungstempo erhöhen für meine Ausbildungsräume, was jetzt ja praktisch ist, da wir das jetzt ja brauchen. Und dann, aber das sehe ich hier gerade nicht, habe ich jetzt die goldene Toilette auch freigeschaltet, aber das war eh eine... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Die goldene Toilette, das war ein Add-on, würde ich glaube ich sagen. Das kam irgendwann dazu und man musste es aber irgendwie noch explizit aktivieren und das habe ich gemacht und jetzt kann ich es auch, wenn ich ein Badezimmer errichte, auch auswählen. So, na dann wollen wir mal anfangen hier und zwar fangen wir an mit der Aufnahme. Ich muss vorher nur rauskriegen, wie das hier mit dem Drehen war. Da haben wir es doch schon. So, dann einen Assistent einstellen. Ein Assistent hier. Der hat Aufnahme- und Verkaufskompetenz, Kundenbetreuung. Das klingt doch gut und preislich nehmen die sich nicht viel. Zack. Und ich habe das Ding falsch rumgedreht. Gedrückt halten, genau. So, jetzt ist die Frage, so groß ist das hier ja gar nicht, ob ich mir jetzt trotzdem die Mühe mache. Aber ich denke mal ja.
Ich baue, würde ich sagen, nur eine Arztpraxis, eine Allgemeindiagnose und eine Apotheke. Je zweimal. 1, 2, 1, 2. Ach, ich könnte eigentlich auch 4 Apotheken machen. Egal. In jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Okay, das ist also der allererste. Wenn ich hier baue, dann können sie nicht mehr laufen. So, und ich mache jetzt auch wirklich nur die minimalen Größen. Zack, Untersuchungstisch auch, okay. So, ansonsten, da gibt es eine Maschine, also muss ein Feuerlöscher rein. Pflanze. Ach ja, Heizkörper hieß es. Und Heizkörper sollten im letzten Teil nicht in der Nähe von. Nicht in der Nähe von Pflanzen stehen. Wo ist denn jetzt mein Teppich? Aber ich glaube, in dem Zimmer ging das sowieso nicht, sondern nur in den normalen Arztpraxen. Deswegen zeigt das mir jetzt wahrscheinlich auch nicht an. Das bringt nichts. Deko, Abfall. Da drinnen habe ich ja eh keinen Abfall. Hygiene. So, na dann Poster. Weiterbildung brauche ich aber nicht, da könnte ich hier das günstigere nehmen. Und das Ausstattungslevel. Dann lieber das. Weil Clowns mag ich nicht. Warum ich es gekauft habe, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das auch freigeschaltet. Okay, ein Dreierzimmer sollte reichen. So, dieses Zimmer möchte ich bitte einmal kopieren. Das ging nach da. Kopieren. Und machen wir hier auch hin. Zack. So, dann habe ich gesagt, brauchen wir eine Apotheke. Das ist ja von den Kosten her noch gerade sehr gut, aber Personal ist ja auch eigentlich am teuersten. Apotheke. Bänke brauche ich draußen ja auch noch. So, haben wir das. Wieder den Kaktus. Wir brauchen auf jeden Fall einen Feuerlöscher für den Fall der Fälle. In jedes Zimmer eine Heizung dran. Und schade, dass man nicht schon eine upgradete Maschine kaufen kann. Poster. Ist zwar nicht besonders schön, aber es ist halt praktisch. Und es ist preiswert praktisch. Warum ist da so ein Knick? So, dann wollte ich unbedingt noch ein Dings bauen, eine Allgemeinmedizin. Die packe ich jetzt auf die andere Seite.
Nee, warte mal, ich glaube, ich mache gerade was falsch. Das ist doch eine Allgemeinmedizin, genau. Eine Arztpraxis wollte ich bauen. So, der hat einen Laptop. Brauche ich da auch einen Dings? Einen Feuerlöcher? Ich glaube eigentlich nicht. Hier geht das jetzt mit dem Teppich. So, habe ich alles. Heizung. Heizung. Das heißt, ich habe jetzt aber bestimmt auch mehr Kosten durch Heizung. So, passt. Dann noch das Poster. Okay, es fehlen noch die Bänke. Und wir brauchen noch Toiletten. Die Frage ist, klatsche ich die einfach in die Mitte? Zimmer, WC. Und man kann es Männer, Frauen noch trennen. Das habe ich aber bisher nie gemacht. Aber bisher waren trotzdem alle mit meinen Toiletten zufrieden. Ich könnte sowas hier machen. Aber dann könnte ich auch eins links und eins rechts hinbauen. Dass man den mittleren Gang frei hat, damit nicht alle im Kreis laufen müssen. Dass ich es so mache vielleicht. Aber ich weiß es gerade noch nicht. Ich bräuchte auch einen Pausenraum. Hier, da sieht man jetzt die goldene Toilette, was ich erzählt habe. Wie mache ich es? Wie mache ich es? Wie mache ich es? Oder es in die Ecke zu klatschen? Aber den Raum brauchen wir sicherlich für andere Räume. Weil wir haben jetzt noch keine Kardiologie, wir haben noch keine Station, wir brauchen eine Psychiatrie. Entleuchtungsklinik, Töpferei, Zirkustherapie, das sind jetzt drei, vier, fünf, sechs Räume, die fehlen und noch zwei allgemeine Räume, die fehlen. Aber ich werde jetzt kein Geld haben, um jetzt hier die anderen Grundstücke zu schon zu kaufen, dass ich sage, okay, das eine kommt da rein. Zwei, vier, sechs, sieben. Okay, dann mache ich erstmal das Wichtigste. Das Wichtigste sind Ärzte. Benötigt Krankenpfleger, zwei Pfleger brauche ich. Zwei Ärzte. Okay, vier Pfleger, sechs Pfleger und zwei Ärzte. So viel habe ich jetzt ja eh noch nicht. Deswegen kann ich einfach erstmal nur die nehmen, die ich habe. So, da die alle nichts haben, kann ich ja das den günstigsten jeweils nehmen. Da dann alle drei. Wir wollen auf jeden Fall, dass die Allgemeinmedizin abgedeckt sind. Und wir wollen, dass einer, mindestens eine Apotheke abgedeckt ist.
So, wir brauchen noch ein Getränk und einen Essensautomaten. Ich meine, hier steht ja schon was. Überall Krankenhaus platzieren. Heißt dagegen, brauchen wir Klimaanlagen. Das Krankenhaus. Achso, Klimaanlagen brauche ich jetzt trotzdem, wenn es zu warm ist. Wohlfühltemperaturen herrschen. So, passt man hier noch durch? Ja, sieht eigentlich danach aus. Dann würde ich sagen, haue ich in die Ecke einen Mülleimer. Und ansonsten einen Luxus-Snack-Automaten und einen Energy-Drink-Automat. So, jetzt ist die Frage. Wir wollen es doch alles schön grün haben. Weil bei grün fühlen sie sich wohl. So, aber ich bräuchte eigentlich noch einen. Oder den Mülleimer lieber zur anderen Seite mit der Pflanze tauschen. Ich glaube, das ist besser. Ich weiß halt nicht, ob eine Heizung eine negative Wirkung hat auf ein Automat. Ah, okay, der Bereich ist jetzt warm. Der ist aber schon orange. Es könnte sogar zu warm sein. Okay. Sollte aber erstmal passen. Kann man den Teppich auch hier hinpacken? Ja. So, dann sollte das für den Anfang erstmal reichen, würde ich sagen. Und die anderen Räume muss ich dann sobald starten, sobald es losgeht. Wirklich nach Bedarf, würde ich sagen. Gut, aber wir sind schon bei 18 Minuten, deswegen erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!